Wirklichkeit Hive Pro. Hierbei handelt es sich um eine Microsoft-Technologie, nämlich Daten über die Cloud auf unterschiedliche Geräte, sei es Notebooks, Tablet-PCs oder Smartphones, lokal zu synchronisieren. Bei SkyDrive Pro wird das Management durch die IT-Abteilung vorgenommen. SkyDrive Pro ist gekoppelt an SharePoint Server 2013 und das egal ob On-Premise, also in der Firma, oder SharePoint Online unter Office 365. Bei der klassischen IT-Architektur legen mehrere Benutzer ihre Dokumente auf einem File-Server ab. Wenn ich als Benutzer ein Excel-Sheet vom Server öffnen möchte, dann kann es passieren, dass ich die Meldung sehe, ein anderer Benutzer hat diese Datei schon im Zugriff und sie ist damit für mich schreibgeschützt. Außerdem haben Benutzer, die remote auf die Dokumente zugreifen, ein Problem, wenn die Internetverbindung wegbricht, denn dann besteht kein Zugriff mehr auf diese Dokumente. Sind die Dokumente jedoch in einer Dokumentenbibliothek in SharePoint gespeichert, ergeben sich unter anderem mehrere Vorteile. So kann ich die Dokumente über SkyDrive Pro auf meinem lokalen Gerät speichern und habe damit auch Offline-Zugriff auf diese. Und mehrere Benutzer können ein Dokument gleichzeitig bearbeiten. Als ersten Schritt melden wir uns unter Office 365 an. Auf unserer Team-Website befinden Sie sich in unserer Dokumentenbibliothek alle für das Team relevanten Dokumente. Auf diese Teamsite haben alle Teammitglieder Lese- und Schreibrecht an diesen Dokumenten. Ich möchte jetzt diese Dokumente mit meinem lokalen Rechner mit der Technik SkyDrive Pro synchronisieren. Durch Klicken auf Synchronisation wird der erste Prozess gestartet. In dem jetzt gleich folgenden Dialog kann ich noch meinen Pfad ändern, an welcher Stelle ich das Dokument ablegen möchte. Mit dem letzten Mausklick starten wir die Erstsynchronisierung, die in unserem Fall nicht lange dauert. Im Explorer finden wir unter den Favoriten ein neues Symbol mit dem Namen SharePoint und wir können verfolgen, wie ein Dokument nach dem anderen kopiert wird. Es ist aber nicht nur ein Kopieren, sondern die Daten werden ab sofort immer synchron gehalten und die Icons zeigen die unterschiedlichen Stati der Synchronisation an. In der Menüleiste von SharePoint finden wir auch einen Link mit dem Namen SkyDrive. Eigentlich müsste SkyDrive Pro heißen, der uns zu unserer MySite führt. In der MySite finde ich unter anderem alle meine persönlichen Firmendokumente, die ich natürlich auch offline zur Verfügung haben möchte. In der MySite speichere ich alle Dokumente, die ich für meine tägliche Arbeit benötige. Für die Synchronisierung mit meinem lokalen PC ist der Prozess der gleiche, wie wir schon einmal gesehen haben. Zwei Klicks und der Prozess wird gestartet. Habe ich mehrere Geräte im Einsatz, also PC, Laptop oder Tablet, so sind die Synchronisierungsjobs mit jedem Gerät einmal durchzuführen. In der Explorer-Ansicht meines PCs haben wir jetzt unter den Favoriten drei Synchronisierungs-Icons. SkyDrive mit meinen persönlichen Daten, SharePoint mit den synchronisierten Firmendaten meiner Teamsite und SkyDrive at MS API, der Farbe hinter dem Edge steht für die Firma, mit den persönlichen Firmendaten. Im dritten Teil möchte ich zeigen, wie ich aus einem Excel 2013 heraus das Dokument ohne Webbrowser direkt in meine Teambibliothek ablege. In Excel klicke ich auf Datei, Speichern und dann habe ich die Auswahl, wohin ich die Datei speichern möchte. Links sehen wir das SharePoint-Icon mit dem Firmennamen und darunter mein privater SkyDrive. Der rechte Teil zeigt mir die einzelnen Bereiche auf SharePoint an, also auch die Team-Website und der Bereich der MySite. Der Speichern-Dialog mit der Namensvergabe wird wie üblich geöffnet und ich sehe jetzt bereits vorhandene Excel-Dateien und mit dem letzten Klick wird die Datei lokal gespeichert und auf unsere Team-Site synchronisiert. Ich wechsle jetzt zum Webbrowser und führe dort einen Refresh durch und sehe, dass vor ein paar Sekunden von mir ein neues Dokument hinzugefügt wurde. Andere Benutzer können ab diesem Moment auf das Dokument zugreifen. Auch ohne lokal installiertes Office ist es möglich, Daten zu bearbeiten. Dazu benötige ich nur einen Webbrowser. Mit einem Klick auf die Excel-Datei öffnet sich im Browser die Excel Web App. Zuerst im Lesemodus, mit einem weiteren Klick auf Bearbeiten kann ich jetzt Änderungen durchführen. Die Datei ist jetzt nicht mehr gesperrt, obwohl hier drei Benutzer gleichzeitig Daten eingeben. Und wie wir sehen, werden in der Excel Web App die Eingaben anderer Benutzer sofort angezeigt und sind auch sofort gespeichert. So viel zu SkyDrive Pro und SharePoint. Fragen? Vielleicht eine ganze Menge. Bleibt nur eins übrig, auf den Blog zu gehen und zu lesen. hansbrender.wordpress.com. Danke.